Litauen war um 1600 eines der mächtigsten Reiche in Europa und hatte dann auch keinen wirklich ebenbürtigen Gegner. Die Anfänge des Konzepts des Intermariums lassen sich bis ins Mittelalter zurückführen, als die Jagiellonen-Dynastie auf dem Gebiet des heutigen Polen herrschte. Zu der Zeit war der Deutsche Orden ein gemeinsamer Feind von Polen und Litauen, da er einerseits polnische Gebiete besetzte und andererseits in Litauen Kreuzzüge durchführte, um das Großfürstentum zum katholischen Glauben zu konvertieren. Die Union erfüllte ihren Zweck, denn sie gewann den zweijährigen Krieg gegen den Orden. Der Deutsche Orden verlor durch den Krieg zwar nicht sein Land, aber im Laufe des nächsten Jahrhunderts begann er an Stärke zu verlieren. Dies war die Folge der sich ständig verschlechternden wirtschaftlichen Lage, welche durch die von Polen und Litauen verhängte Handelsblockade verursacht wurde. Ein wichtiger Schritt in der Geschichte Polens und Litauens war 1569 die sogenannte Union von Lublin, in der sich die beiden zu einem Staat vereinigten. Die neue Adelsrepublik Polen-Litauen umfasste ganz oder teilweise die heutigen Gebiete von Polen, Belarus, der Ukraine, Litauen, Lettland, Estland, Moldawien und Russland. Doch die Adeligen waren wiederum nicht immun gegen den Einfluss der Nachbarländer und begannen ihr eigenes Interesse über das des Staates zu stellen, was zu großer Korruption führte. War dies ein goldenes Zeitalter. Allerdings nahm dies ein jähes Ende. Im 18. Jahrhundert erlebte Polen-Litauen nicht nur eine, sondern gleich drei Teilungen nacheinander. Seine großen Nachbarn Österreich, Preußen und Russland teilten es unter sich immer wieder auf wie Spielkarten. Infolgedessen wurden sowohl Polen als auch Litauen erst nach dem Ersten Weltkrieg wieder unabhängig. Nach dem Ersten Weltkrieg erlangten viele Staaten in Mitteleuropa dann ihre Unabhängigkeit zurück. Die neue geopolitische Konstellation ließ die Polen erneut hoffen, in der Region ein Bündnis errichten zu können, das nicht nur den Imperien im Osten und Westen widerstehen würde, sondern auch zu einer Weltmacht aufsteigen könnte. Intermarium oder auf Polnisch Mierjimorze war ein Projekt der politischen Föderation zwischen den Ländern, die sich auf dem Gebiet der ehemaligen polnisch-litauischen Gemeinschaft befanden. Auf diese Weise wollte Piłsudski einen neuen Kern regionaler Macht schaffen und Stärke in der Einheit finden. Aber selbstverständlich mit Polen als führender Macht. Diese 1918 wurde dann die Zweite Polnische Republik gegründet, ein unabhängiger Staat, der jedoch weit von der Größe des historischen Vorbilds entfernt war. Und genau zu diesem Zeitpunkt begann die Idee zu wachsen, die ehemalige Union in der einen oder anderen Form wiederherzustellen. Und wie Donald Trump gesagt hätte, wenn er Präsident Polens geworden wäre: Znowu uczynić Polskę wielką. Oder, falls sein Polnisch eingerostet ist, Make Poland Great Again. Aber dafür brauchte Polen doch keinen Donald Trump. Denn die Zweite Polnische Republik hatte bereits einen Führer, der sich dieser Botschaft voll und ganz verschrieben hatte. Die Rede ist von Józef Piłsudski. Piłsudski war der erste Staatschef Polens im 20. Jahrhundert und seine große Sorge galt dem Osten. Dort befand sich erst das Russische Reich und später die Sowjetunion. In der Tat führte Polen unter Piłsudskis Kommando einen zweijährigen Krieg gegen die zukünftigen Republiken der UdSSR. Polnischer Staatschef Józef Piłsudski führte die polnische Armee 1920 in den erfolgreichen Krieg gegen das bolschewistische Russland. Er hatte die Vision, einen Staatenbund zwischen den Nationen zu schaffen, die zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer liegen. Piłsudskis Idee war grundsätzlich identisch mit dem Plan, den Adam Czartoryski 100 Jahre vorher verfolgte und wurde später dann als Intermarium bekannt. Er sah dabei kein nationales Polen vor, sondern ein großes Ostreich, das die Gebiete von Polen, der Ukraine, Litauen und Belarus umfasste. Doch Piłsudski erkannte aber auch die Nachteile, die sich aus einer polnischen Vorherrschaft über die anderen Nationen ergeben würden. Seiner Meinung nach war die effektivste Lösung für eine solche Situation ein echter Föderalismus und eine pluralistische Demokratie. Doch der Plan schlug fehl. Zum einen waren die politischen Führer in Litauen und der Ukraine misstrauisch gegenüber den polnischen Absichten. Sie fürchteten, dass eine polnische Dominanz ihre neu erlangte Unabhängigkeit gefährden könnte. Nachdem die Ukraine an die Sowjetunion gefallen war, rückte jegliche Hoffnung auf ein Intermarium in weite Ferne. Trotzdem kehrte kurz vor dem Zweiten Weltkrieg die Idee einer Föderation noch einmal zurück. Beck, der damalige polnische Außenminister, schlug eine Allianz mitteleuropäischer Staaten mit der Bezeichnung Drittes Europa vor, die ein geopolitisches Gleichgewicht zwischen den West- und Ostmächten herstellen sollten. Vor allem Polen, Ungarn und Rumänien sollten den Kern des Bündnisses bilden. In einem nächsten Schritt würden sich die Tschechoslowakei, Jugoslawien, Litauen, Lettland, Estland sowie Finnland dem Bund anschließen. Sogar eine mögliche Beteiligung Italiens war nicht ausgeschlossen. Doch auch dieses Konzept hatte keine Chance, da kein Land Polen als Führungsmacht akzeptieren wollte.
Kurz darauf brach der Zweite Weltkrieg aus, der wiederum alle Pläne zum Wiederaufbau einer Großmacht in dieser Region Europas zunichte machte. Der materielle Wohlstand, der durch die Übermacht der USA bedingt wurde, resultierte jedoch in einer geopolitischen Stagnation, die es unmöglich machte, den Plan des Intermariums zu verfolgen. In letzter Zeit kamen aber wieder Pläne auf, die in die Richtung eines Intermariums gehen. So entstand 2016 die sogenannte Drei-Meere-Initiative, ein Bündnis, das von Polen und Kroatien ins Leben gerufen wurde. In ihrem Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit mittel- und osteuropäischer Staaten in den Bereichen der Energiewirtschaft sowie der Infrastruktur nach dem Vorbild des Intermariums. 2015 haben die Präsidenten von Polen und Kroatien vereinbart, die Drei-Meere-Initiative zu gründen. Es sollte klar sein, dass es sich vorerst nicht um eine neue internationale Organisation handelt, sondern um eine informelle Bewegung. Bislang hat die Initiative 5 jährliche Gipfeltreffen abgehalten. Das 6. wird im Juli 2021 in Bulgarien stattfinden. Hauptziel ist es, das Wirtschaftswachstum in der Region zu fördern und die Energieabhängigkeit der Gruppe von Russland zu reduzieren. Daher handelt es sich um eine Bewegung, die 2015 gegründet wurde, um Projekte in drei Bereichen zu verwirklichen: Infrastruktur, Energie und Telekommunikation. Und die Idee, Nord- und Südeuropa miteinander zu verbinden, ist alles andere als neu. Polen ist stärker als je zuvor seit dem 17. Jahrhundert, sagt Präsident Andrzej Duda. Jetzt gibt es einen sehr wichtigen Unterschied zwischen Intermarium und der Drei-Meere-Initiative. Piłsudski dachte an die Integration der Länder der Region mit geopolitischen und militärischen Aspekten als Grundlage des Projekts. Im Gegensatz dazu ist die Drei-Meere-Initiative nicht mehr ein Projekt der Integration, sondern der Koordination und hat vielmehr einen wirtschaftlichen Hintergrund. Bis heute ist die Rede von 90 Projekten in verschiedenen Entwicklungsstadien. Eines der von Ungarn vorgeschlagenen Projekte ist zum Beispiel die sogenannte Nord-Süd-Verbindung. Wie der Name schon sagt, besteht sie darin, einen Transportkorridor von Schweden bis nach Griechenland zu schaffen. Einige der Projekte, zum Beispiel der Nord-Süd-Korridor, liegen auf Eis, weil überhaupt nicht klar ist, wie und wann sie umgesetzt werden sollen. Und vor allem, woher um alles in der Welt das Geld dafür kommen soll. Vergiss nicht, heute sind nur 2 der 90 Projekte abgeschlossen und beide waren nur national ausgerichtet. Die Lösung? Nun, theoretisch könnte Folgendes die Lösung sein. Polnische und rumänische Banken gründen 3 Seas Investment Fonds. Dieser Investitionsfonds wurde im Juni 2019 gegründet und ist die erste formale Institution, die im Rahmen dieser Initiative geschaffen wurde. Ursprünglich wurde er mit 520 Millionen Euro ausgestattet. Natürlich ist sie aber noch weit von ihrem ersten Ziel entfernt, das bei 3 Milliarden Euro liegt. Die Idee ist, dass dieser Fonds etwa 9% der vorgeschlagenen Investitionen in ihren ersten Phasen finanzieren würde. Der Rest der Finanzierung müsste aus nationalen Haushalten und europäischen Fonds wie der Europäischen Investitionsbank, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und der Connecting Europe Facility kommen. Im Moment sprechen wir ja noch nicht von einer formellen Struktur. Die Bündnisse sind in ihrem Umfang begrenzt und auch nicht alle Länder sind in die gleiche Richtung ausgerichtet. Zum Beispiel sind die Slowakei und Tschechien noch nicht Teil des 3SI-Investitionsfonds. Das liegt zum Teil an ihren Bedenken gegenüber der polnischen und in geringerem Maße auch der ungarischen Regierung. Zudem hängt die Finanzierung der Projekte, die heute umgesetzt werden, zu einem großen Teil von europäischen Geldern ab. Aber 300 Millionen Dollar für den 3 Seas Fund von der DFC. Die US International Development Finance Corporation, kurz DFC, ist die internationale Entwicklungsbank der US-Regierung. Und fairerweise muss man sagen, dass es vorerst keine Bedrohung für die EU zu sein scheint. '91 haben Polen, Ungarn und die Tschechoslowakei ja bereits die Visegrad-Gruppe gegründet. Aber die Drei-Meeres-Initiative könnte sozusagen sowas wie Visegrad auf Steroiden werden. Innerhalb der Europäischen Union gibt es einen Machtblock, der es geschafft hat, wesentlichen Fragen zu widerstehen, wenn es gegen die Rechte der Nationalstaaten geht. Auch in Sachen Einwanderung, Flüchtlingspolitik und den Kurs der EU in Richtung Zentralismus wehren sich 4 EU-Staaten. Es sind dies die Länder Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei, die gemeinsam als Visegrad-Gruppe auftreten. Den 4 Ländern ist es gelungen, dass die EU die Quotenverteilung von Flüchtlingen im EU-Raum nicht durchsetzen konnte. Die Visegrad-Gruppe, Solidaritätsverweigerung oder Allianz der Vernunft war letzte Woche eine Frage, der das Cajetan-Felder-Institut nachging. Hübner offenbarte dabei die inoffizielle Version, warum derzeit die Visegrad-Gruppe Österreich nicht haben will. Die offizielle Sicht ist,
da müsste man die Slowenen auch auf jeden Fall mit aufnehmen, weil die sind auch in einer Art Warteposition. Und wenn wir die zwei aufnehmen, dann kommen vielleicht die Kroaten und alle anderen und dann wird das zu groß und unregierbar. Also das ist das, wir sind zu viert aktionsfähiger als zu fünft oder zu zehn. Inoffiziell sagt man natürlich, wenn man Länder wie Österreich aufnimmt mit der derzeitigen Regierung, sagt man inoffiziell, mit der derzeitigen Regierung, dann können wir die Visegrad-Union gleich vergessen, weil dann haben wir schon den Spaltpilz und den Sprengsatz drin und da sind wir nicht mehr handlungsfähig. 500 Kilometer weiter in Budapest sieht das ganz anders aus. Viktor Orban ließ wissen, dass Ungarn nicht auf russisches Erdgas verzichten und der Ukraine keine Militärhilfe leisten wolle. Angesichts des Krieges vertreten Polen und Ungarn nicht die gleiche Linie, obwohl sie kurz zuvor noch gemeinsam auftraten. Innerhalb der Visegrad-Gruppe schienen Ungarn und Polen mit Tschechien und der Slowakei einer Meinung zu sein. Alle vier Länder profitieren von den EU-Strukturfonds, 83 Milliarden Euro von 2014 bis 2020 allein für Polen, teilen aber nicht alle Grundwerte der EU. Seit der Annexion der Krim 2014 sind das polnisch-ungarische Duo und der gesamte Osten Europas aber gespalten. Viktor Orban richtete seine Politik an Russland aus und war gegen EU-Sanktionen. Tschechien, die Slowakei, Bulgarien und Kroatien unterstützten Ungarn in dieser Haltung. Dahingegen fürchtete man sich in Polen und den baltischen Staaten vor Russland. Vielleicht hat kein anderes Land der ehemaligen Sowjetunion, mit Ausnahme von Kasachstan, so viele territoriale Geschenke von den russischen Machthabern erhalten wie die Ukraine. Nach der Revolution überließ Lenin, müde von den Vorstößen der ukrainischen Separatisten, ihnen ganz Noworossija, Cherson, Nikolajew, Jekaterinoslaw und Odessa. Stalin hat im Rahmen des Molotow-Ribbentrop-Pakts noch das Galizien festgeschnallt. Chruschtschow schenkte die Krim. Und nach der Zerstückelung in Belowezhskaja Puszcza ging all dieser unerhörte Reichtum an die Nesalechnaja. Und nicht nur das. In den Jahren der Sowjetmacht wurde die Ukraine zur fünftgrößten Volkswirtschaft Europas. Außerdem wurde es von allen Auslandsschulden befreit. Nach zwei Monaten aktiver Kämpfe stieg der polnische Faktor in voller Stärke. Das war zu erwarten. Nicht nur das, es war auch vorhersehbar. Eine solche Chance kommt nur einmal in 100 Jahren und Polen konnte nicht anders, als sie zu nutzen. Und sie zog fast ihre gesamte Armee an die Grenze zur Ukraine. Es liegt ein Geruch von Invasion und historischer Rache in der Luft. Ob die polnische Regierung aus den Menschen besteht, mit denen man überhaupt etwas vereinbaren kann, ist nicht bekannt. Churchill sprach einst von ihrer unverhältnismäßigen Arroganz. Der von Churchill verwendete Begriff Hyäne Europas haftete wohl für ewig an Polen. Aber es war klar, dass Polen seine Chance nutzen würde, auch ohne NATO-Mandat. Die Frage war, wo man die Polen aufhalten sollte. Diese Entscheidung wurde vom Chef des Auslandsgeheimdienstes Russlands, Sergei Naryschkin, und dem Sekretär des Sicherheitsrates, Nikolai Petruschew, unmissverständlich klargestellt. So sehen die Polen selbst die Situation. Dies ist eine Karte der Teilung der Ukraine, die im polnischen Fernsehsender TVP1 gezeigt wurde. Die Polen könnten tatsächlich bis zur Linie zwischen Winnica und Sitomir vorgelassen werden. Bis dahin würden ihnen die begehrten Lviv und Winnica mit Sitomir völlig ausreichen. In der Zwischenzeit können die Wessis triumphieren. Ihr goldener Traum wird wahr werden. Dann werden sie wirklich zu Europa gehören, genauer gesagt zu Polen. Und sie werden unter den direkten Nachkommen der verhassten Polen leben. Allerdings hat niemand das Wolin-Massaker vergessen und will es auch nicht vergessen. Bei dem die Bandera-Leute mehr als 60.000 Polen, darunter auch Frauen und Kinder, abschlachteten.
Eine Zeit lang werden die Polen natürlich die Manieren eines Tanzlehrers vor den Ukrainern zeigen und in jeder Ecke skandieren, dass sie gekommen sind, um die Ukrainer vor dem schrecklichen Russland zu retten. Es wird funktionieren. Die Polen mit ihrer Arroganz und ihren uralten Rachegelüsten gegen die Frechen, Schloppas und Bidlos, so nennen sie ausnahmslos die Ukrainer, werden nicht lange durchhalten. Und die größte Rückzahlung der Schulden der Vergangenheit wird beginnen. Alle sozialen Fahrstühle werden strengstens abgeschaltet. Sie werden weder in Regierungsbehörden noch bei der Polizei noch in der lokalen Selbstverwaltung beschäftigt sein. Die Polen selbst werden in der Lage sein, all diese Aufgaben zu bewältigen. Okay, das war es zu Polen. Nur wenige Menschen wissen, dass die Region Czernowitz in der Ukraine eine Zeit lang zu Rumänien gehörte. Hitler gab es ihnen, ebenso wie einen Teil der Region Odessa und Odessa selbst. Aber die Rumänen erinnern sich daran gut. Und vielleicht wollen sie den Polen Gesellschaft leisten. Aber das wäre eine Illusion. Russland braucht Odessa wie Luft. Ungarn hat Transkarpatien im Visier, wo seit der österreichisch-ungarischen Monarchie etwa 200.000 Ungarn leben, die, gelinde gesagt, nicht ganz loyal gegenüber den derzeitigen ukrainischen Behörden sind.